Hallo zu einem Let's View des Tomat Action Figure Digest 198 und 99 aus dem Jahre 2011. Der Tomat ist ein amerikanisches Toy-Magazin über aktuelle, zu der Zeit natürlich, und etwas ältere Toys. So, es ist eine Doppelausgabe, deswegen zwei Zahlen sozusagen, 89, 99 oder 189, 199. Somit ist der ein bisschen dicker als die anderen Ausgaben, aber lasst uns einfach mal anschauen, was dort geboten wurde zu der Zeit. Als erstes sehen wir ein G.I. Joe-Bild, eben ein aktuelles Fahrzeug von einem Klassiker, glaube ich, ein bisschen überarbeitet, ein bisschen bunter, und eine, ich sag mal einfach einen Cobra-Soldaten. Ja, und dann blättern wir mal rein, mal sehen, was uns geboten wird. So, als erstes haben wir WWE-Figuren, die angeboten sind. Big Show, Kane und die anderen sagen mir eigentlich gar nichts mehr. Ted DiBiase, das ist, glaube ich, dann der Sohn vom Ted DiBiase, weil der alte Million Dollar Man ist nicht mehr aktiv. Jedenfalls so jung sah er noch nie aus. Vorschau, was uns noch erwartet in diesem Magazin. Und hier sind wir gleich. McFarlane Toys mit Baseballspielern. Wir wissen, die machen auch Footballspieler. Baseballspieler, ja, kein so bekannter Sport. Er ist schon bekannt, aber bei uns jetzt nicht so bekannt, dass ich jetzt über die Spieler was sagen kann. Auf jeden Fall in Amerika eine große Sache und sicherlich auch was Besonderes, weil die auch bestimmt gut getroffen sind, den Charakteren entsprechend. Pokémon-Figuren, ja, da gibt es bis heute massig und immer noch sehr beliebtes Sammlergebiet. So, weitere Baseball- und Eishockey-Figuren von McFarlane Toys. Eine Werbung für den ersten Torfilm. Das ist für die Actionfiguren zum ersten Torfilm. So, ein bisschen Leserbriefe. Und hier gab es wohl eine G.I. Joe Convention. Und dann sehen wir mal ein paar, ja, Veteranen. Hier muss man jetzt genau gucken. Hier sehen wir von einem Cartoon einen Sprecher. Und auch hier eine Sprecherin. Das ist die Sprecherin der Baroness aus dem G.I. Joe Klassiker von 85, aus den 80ern, wie gesagt. Nicht schlecht. Und hier haben wir auch die Figur, ihre Figuren besser gesagt, die sie gesprochen haben, signiert. Das sind modernere Versionen, aber es wäre auf jeden Fall, ja, ein schönes Sammlerstück. Mal sehen, was das noch. Und hier sehen wir auch ganz im Zeichen von G.I. Joe, was gab es an Packs, Sonderpacks. Hier wird ein spezielles Figurenset, und zwar immer für die amerikanischen Conventions, auch bei Transformers, haben oftmals spezielle Sets herausgebracht, die exklusiv dort vertrieben wurden, beziehungsweise man sich vorbestellen musste. Und eins dieser Sets von G.I. Joe, das ist dieses hier, Mission Brazil 2. Das sind Sonderfiguren, die gibt es nur in diesem Set. Also, und dieses Set, ja, kann schon neu um die $300 gekostet haben, musste sich das auch vorbestellen und vormerken lassen, weil es entsprechend produziert wurde. Und man kann sagen, das sind so Sammlerwerte, so um die 1000 Euro, gehen die Dinger weg und sind es auch wert. Hier sehen wir die Figuren, alle schön aufgereiht, schön beim Stand. Oftmals auch besondere Figuren, wie jetzt hier Leatherneck, vielleicht in einem anderen Design als die reguläre Figur. Manchmal sind das auch reguläre Figuren, die aber speziell anders gebaut sind oder koloriert, vielleicht nochmal anderes Gesicht, andere Haare, also wirklich was Besonderes. Hier noch die weiteren Figuren aus dem Set. Auch sehr umfangreich mit Zubehör, finde ich immer sehr interessant. Fahrzeuge, ein Stand von Cobra Commander. Auch hier Zarana und noch eine andere Charakterin aus... Nee, ist beides Zarana, nur verschiedene Designs, auch nicht schlecht. Die Karten auch wieder sehr klassisch gehalten, wie die Original G.I. Joes von den aus den 80ern. Da mochte ich auch immer dieses Design, auch eine Figur, die ich gerne haben wollte damals, aber hatte ich auch nie. Aber den hätte ich auch nur so auf Karte gerne gehabt, damit man das als, ja, weil es immer besonders ist. G.I. Joe wird auch nachgespielt, mit Star Wars vermischt. Und hier seht ihr, es werden die Rahmen aufgebaut. Hier haben wir auch
das Ewok Village umgebaut zu einer Cobra Kampfbasis. Das sind so selbstgemachte Dioramen, die dort ausgestellt wurden. Wirklich toll gelungen. Hier, wo sie aber Hasbro einstürmen, die Joes. Auch cool gemacht, wie als ob ein U-Boot rauskommt aus dem Eis. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, hier geht's weiter. Doctor Who, britische Serie. Hier sehen wir auch die verschiedenen Figuren. Ich bin jetzt mit den Schauspielern nicht so vom Namen her, aber man erkennt sie sicherlich wieder. Wahnsinn. Wirklich cool gemacht. Er ist auch gut getroffen. Ich erkenne seine Originale. Was haben wir als nächstes? Sideshow Collectibles. Eine teure Figurenlinie, aber sehr detailliert. Und echte Sammlerstücke auch hier. Geiler Terminator aus Terminator 1 mit von Schwarzenegger. Die Band aus Star Wars, die Cantina Band. Thor aus dem neuen Film. Shredder, auch gut gelungen. G.I. Joe, das sind die Zeichen von Snake Eyes, das heißt so ein Palast-Thor oder so ein Tempel-Thor. Auch hier noch weitere Figuren. Ghost in the Shell. Iron Man gibt es auch, so ein durchsichtiger Handschuh, so als ob er diesen Hologramm in seinen Arm hat. Echt cool. Thundercats von Bandai. Hier wurde wohl was neu aufgelegt von Thundercats. Nicht schlecht, sieht gut gemacht aus. Abgedatet. Wirklich nicht schlecht. Bunt, gut gelungen. Gefallen mir. Ja, und für den Sammler muss natürlich auch das Thundercats Schwert oder die Krallenhand sein. Und dann kommen wir zu dem Special immer bei im Tomat zu den Hot Wheels. Was haben wir denn da an besonderen Fahrzeugen? Hier zu Toy Story gab es Fahrzeuge, die so ein bisschen den Charakteren farblich angepasst sind, vielleicht auch passend ein Auto. Ecto 1, auch sehr cool. Was haben wir denn hier sonst so? Schöne Feuerwehr. Ja, vielseitige Autos. Sehr, sehr vielseitig. Ein Panzer. Gut, wenn nicht für uns so gut. Rennwagen. Auch sehr, sehr beliebt immer wieder. Ja, weitere Rennwagen. Transformers. Hier Dark of the Moon. So Toys R Us Specials, so, ja, wie kann man sagen, The Scan Series, so halb und halb, als ob sie jetzt gerade so reformiert werden, so halb durchsichtig, halb koloriert, richtig cool gemacht, kann man wirklich nicht anders sagen, sieht richtig cool aus, waren wohl Toys R Us exklusiv. Hier haben wir so ein paar Spielset mit Transformers Figuren und Kampfset sozusagen mit kleinen Spielfiguren verbunden, auch nicht schlecht, Mech-Tech. Wie ich immer sage, die Movies waren nicht meine Welt. Ich gucke sie mir gerne so an, aber ich habe auch gesammelt. Ich habe auch zahlreiche Figuren, aber ich muss sagen, ich bin nie warm geworden. Ich bin deswegen auch wieder zurück zu meinen klassischen G1s. Auch hier sehr, sehr toll. Verschiedenste Figuren. Hubschrauber, Kampfset. Sind dann auch Figurensets dabei, die es so nicht im Film gab. Oder eben halt, ja, starr sind. Hier ein Schwert und eine Maske. Prime mit Stimmverzerrer garantiert. Nicht schlecht. Oder mit welchen Sprüchen die gebracht werden. Ja, hier haben wir auch was. Und zwar Werbung zu diesem Buch, Transformers Vault. Das habe ich. Das ist ein echt geniales Buch. Ich kann es nur empfehlen. Ich werde das wahrscheinlich auch nochmal irgendwie dann zu einem Let's View machen. Das wird dicker, weil es sehr dick ist und auch ein sehr umfangreiches Buch. Und ja, das machen wir irgendwann auch mal. DC Direktfiguren, auch nicht schlecht. Noch nicht mein Batman da oben. Man versucht eben halt alle möglichen Variationen, also ihr merkt, was für eine Masse es gibt.
Hier sehr klassische DC-Figuren. Ihr seht diesen klassischen Style aus den 60ern. Obwohl hier mischt sich ja auch Marvel mit DC, also die haben wohl beides rausgebracht. Von Mego. Und hier seht ihr, was sie damals gemacht haben, auch Spielsets, so verschiedene Sachen. Hier jetzt Wizard of Oz, Robin Hood, Planet der Affen, irgendein Ritterfilm oder Ritterthemen, Piratenthema, Bionic Woman, auch eine TV-Serie, auch hier 6 Millionen Dollar Mann, auch richtig interessant. Das waren Zeiten, die haben auch damals das schon gemacht. Ja, Gears of War 3. Hier so ein großes Set. Das ist, glaube ich, nach dem, mit dem Computerspiel so ein Sonderset. Auch Figuren dazu. Sehr, sehr toll gelungen. Wirklich großartig. Der Fan, der sollte sich sowas hinstellen. Kann ich nur sagen. Weitere Figuren. Auch hier Concept Stretch. Hier haben wir zum Beispiel eine Concept Art von Anya. Auch richtig gut gelungen. Auch wenn sie jetzt eher so aussieht mit der Frisur. Hier die gefällt mir etwas besser, die Frisur, als die, aber gut gelungen, auch hier schöne Artworks. Also echt toll. Toll, toll, toll. Szenen aus dem Spiel und Werbung zum Ryan Reynolds Moviefilm Green Lantern. Man merkt das richtig. Werbung von Tomat, was man nachbestellen kann. Und hier haben wir Star Wars. Star Wars Battle Packs zu Clone Wars, Lichtschwerter. Darth Vader Maske darf auch nicht fehlen. Noch weitere Sets, auch sehr vereinfacht. Hier ist so ein Snowspeeder mit ganz einfachen Figuren so reinsetzen. Also ist auch für die Kinder wirklich, die Kleinkinder. Ultimate Fighting Championship Werbung. Ja, und hier haben wir nochmal Star Wars Vintage Werbung. Das war's auch schon wieder. Das war der Let's View zum Tomat Action Figure Digest Nummer 199 aus dem Jahre 2011. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, ein Abo, darüber freue ich mich auch, und besonders über einen Kommentar. Kommentiert, was das Zeug hält, sagt mir, was euch gefallen hat. Ja, und dann sehen wir uns, hören wir uns beim nächsten Mal.